Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Wir reagieren heute zusammen auf die neue Single von Summer Jam und Billa Joe. Friendships, produziert von Ghana Beats. Er produziert, glaube ich, das weiß dass ich der ganze das ganze Album. Aber den ersten Song von den beiden, ich glaube, dass der auch von den beiden war, die Single, die mit Summer Jam kam, fand ich sehr, sehr nice. Wenn er das ist, Billa Joe, dann fand ich ihn auch am besten von den ganzen Signings bisher. Aber wir hören einfach mal rein. Ist allerdings sehr kurz schon mal wieder gehalten, weil 14 Sekunden sind hier jetzt schon weg. Das Ganze geht sowieso nur 2 Minuten 42, beide im Part und eine Hook. Also wird kein langer Track sein. Friendship, Gangshit, Late Night Talks in a Mansion. Dachte immer, meine Liebe wäre unendlich. Doch von heute an bist du gecancelt. Friendship, Gangshit, alle. Ja, hört sich wirklich nice an, muss heute sagen. Man kann jetzt sagen, wieder Autotune haten oder nicht so. Ich bin ja kein Freund von so prinzipiell Autotune zu haten. Für mich ist bei Musik einfach so, entweder es klingt gut für mich oder es klingt scheiße für mich. Und es hört sich jetzt hier beim ersten Mal hören erstmal ganz nice an. Und Summer Jam hat diese Musik halt auch drauf. Bei dem Farid-Album auf Money war das, glaube ich. Da fand ich es sehr schlimm, den Autotune von Summer Jam. Aber das hat sich jetzt eigentlich ganz cool angehört. Schön chillig, relaxed irgendwie. Friendship, Gangshit. Alle Mann an meinem Team zählen in Franklins. War mir sicher, aber irren ist menschlich. Doch von heute an bist du gecancelt. Check out von dem Hotel in dem Uber, wartet einer meiner Sidechicks. Refs im Moody, all black, sie ist eine von den Dino Cola Light Drink. French Dance und ein Big Bop, man kann glauben, dass da mehr als in dem Kopf. Ja, hört sich so vom Soundbild so ganz cool und so nice an, wenn ihr wisst, was ich meine. Ist ja manchmal auch schwer, im Rap cool zu klingen, finde ich. Also kommt mir bei vielen Rappern so vor. Aber war jetzt auch noch nichts so von den Lines, dass du so dachtest, bam, so, weißt St. James, aber Cups up, meine Brüder springen rum in einem Moshpit. Hier kommt noch ein bisschen Power in den Part rein, sehr, sehr nice. Alle wanna be fame. Ich sende dir und deine Crew ist fucked up. Summer singt die Melo so wie T-Pain. Ich tausch Freunde wie ne Yu-Gi-Oh! Card. Ich höre es auf, wenn ich tausch Freunde wie ne Yu-Gi-Oh! Card. Sehr nice. Ich bin Million Mal. Guck in die DMs, jede Chicken Life Go. Dann geht's um Bitches, hab ich nie genug da. Friendship. Geht es um Bitches, hab ich nie genug da. Ja, hört sich ganz nice an. Das Soundbild finde ich geil. Ein, zwei Lines, die waren noch ganz gut. Aber so dieser Knalleffekt, so. Da hätte man ein bisschen mehr noch rausholen können, aus meiner Sicht. Aber sonst vom Soundbild her feiere ich ihn auf jeden Fall sehr. Gangshit, Late Night Talks in a Mansion. Dachte immer, meine Liebe wäre unendlich. Doch von heute an bist du gecancelt. Friendship, Gangshit, alle Mann an meinem Team. Dann bist du gecancelt. Es hört sich auch sehr nice an, die Hook, wie er das da betont. Mal sehen, wie der Summer Jam Part jetzt wird. Franklins, war mir sicher, aber irren ist menschlich. Doch von heute an bist du gecancelt. Ich war mir sicher, aber Ian ist menschlich, aber ab heute bist du gecancelt. Nice. Straight aus der Trap, hab mein Geschäft und mein Paper gestreckt. Sitzen auf Boden mit drei Tagen an Ofen und essen aus Tangere ohne Besteck. Kopf ist Pilot, Yaralar Deep. Glauben an Gott, nicht an schwarze Magie. Glauben an Gott, nicht an schwarze Magie. Ja, sehr nice, der Part von Summer Jam. Er hat überhaupt sehr nice Dinger gemacht. Auch dieses da vorne mit der Single, die die beiden schon gemacht haben, war nicht sehr nice. Und dann dieses Einzelding von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war krank, wenn er wieder so rappt, wie er es mal einfach gerappt ohne Autotune. Wäre auch mal geil auf so einem kompletten Album. Ich sag's euch so, wie es ist. Hätte ich auch Bock drauf. Glauben an Gott, nicht an schwarze Magie. Vergesst nie die Zeit, als es nicht lief. Summer der Hammer, der Killer, der Chief. Ihr könnt mich auch. Vergesst nie die Zeit, als es nicht lief. Summer der Hammer, der Killer, der Chief. Ja, das ist die Summer Jam Line. Jeder, der ihn lange verfolgt, der kennt, muss diese Line auswendig kennen, Digga. Feier ich komplett, dass er die ab und zu immer wieder einbaut. Wachse sehen mit V8 Coupés, Scorpion Gang Design, shit is custom made. Wir sind untouchable, wir sind am Pate 10. Jeder wollte, aber ich hab abgelehnt. Schön an meinem PIN-Code. Jeder wollte, aber ich hab abgelehnt. Ja, Summer Jam hat sich sein Team zusammengestellt. Ich bin gespannt, wie die einschlagen werden, wie das ganze Sampler-Ding einschlagen wird. Ja, jeder weiß, ich bin schon immer ein großer Summer Jam-Fan gewesen. Ja, auch in der ganzen Banger-Musik, all time, ne? Mein Lieblingsrapper. So von Banger-Musik, egal wer gerade oben war, wer gerade unten war. So, schon vor Banger-Musik mochte ich Summer Jam.
Ja, auch damals die Zeit, so, wo er Asylantenstatus mit Bushido gemacht hat, oder jetzt am Feierabend, wo seine Karriere noch gar nicht lief. Es läuft ja erst richtig seit, wie hieß das Album nochmal? Ah, scheiße, jetzt habe ich angefangen und komme nicht mehr auf den Titel. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Tausche mein Passwort, tausche meine Zugangsdaten zum Bunker. Auf einmal wollt ihr reden, doch ich tauch unter. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Friendship, Gangship, Late Night Talks in der Mansion. Doch das immer meine Liebe wäre unendlich. Ist so relaxter Sound, die Hook gefällt mir ganz gut. Im ersten Part hätte man noch ein bisschen was rausholen können. Summer Jam Part fand ich nice. Ah, fuck, wie hieß denn das Album, Alter? Voll vergessen, Alter. Wo Tamam Tamam und so drauf war, da ging es ja richtig ab. Und ich meine nicht nur mit dem Song, sondern allgemein mit Album und so. Ja, Digga, da. Ich komme nicht drauf. Scheiße. Voll blamiert, Alter. Sorry, Leute, an der Stelle. Doch von heute an bist du gecancelt. Friendship, Gangshit. Alle Mann an meinem Team zählen Franklins. War mir sicher, aber irren ist menschlich. Doch von heute an bist du gecancelt. Ja, guck, jetzt läuft sogar noch aus. Das Lied ist schon zu Ende. Wir sind bei 2:15. Schreibt in die Kommentare wegen dem Album. Mir fällt es eh gleich ein, wenn die Reaktion zu Ende ist, wahrscheinlich. Aber scheiß drauf. Ja. Ist ganz okay, haut mich jetzt nicht völlig vom Hocker. Da fand ich die erste Single, die da rauskam, noch stärker als diese hier. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Kommt bestimmt gut an bei den Fans, könnte ich mir vorstellen. Aber schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, und ihr könnt euch natürlich auch den Sampler vorstellen. In September 2021 erscheint er und. Ja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Schreibt mir euer Kommentar über meine Reaktion natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Rap so verhält wie ich, abonniert meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.